Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Break Funtime. Und heute haben wir das Lego Minecraft Magazin, Ausgabe Nummer 10. Erschienen ist das Ganze für 4,99 € und wir bekommen als Extra Cool mit Höhlenforscher, Creeper und Schleim. Und wenn ich ehrlich bin, von mir aus hätte ich dieses Magazin auf meinem Kanal nicht vorgestellt. Aber mein Sohnemann wollte es unbedingt und ich bin auch echt kein Fachmann für Minecraft. Ich gebe es zu, ich habe es auch noch nie gespielt, aber irgendwie gefällt es mir doch ganz gut. Wie gesagt, mein Sohn hat mir jetzt ein bisschen was über das Spiel erklärt, auch über dieses Extra, was hier dabei ist. Und ich würde sagen, das gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Wir fangen natürlich wie immer beim Magazin an und danach gehen wir zum Extra über. Noch ganz kurz, das Extra hat insgesamt 30 Steine und ist wieder in einem Plastikbeutel. Wir haben auch nicht diesen schönen Blue Ocean Kleber, sondern wieder so Tesafilm. Schauen wir mal. Na, kommen wir nicht ab, ohne das Heft zu beschädigen. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt erstmal ins Magazin selbst hinein. Bevor wir einmal ins Magazin selbst reinschauen, sehen wir hier vorne schon in der Vorschau, dass wir ein interaktiver Comic dazu haben. Das Comic ist verbunden mit den Rätseln, Abenteuer und Herausforderungen. Der Aufbau ist wie bei sämtlichen Lego-Magazinen im Prinzip gleich. Vorne sehen wir einmal ein Inhaltsverzeichnis, halt dann dementsprechend mit Werbung gespickt, auch für die aktuellen Sets von Lego Minecraft. Ihr kennt's, wir überspringen das meiste, blättern einmal rum und kommen dann auch zu den beiden beiliegenden Postern. Einmal Werbung für City Magazin. Kommen wir zu dem ersten Poster. Da haben wir zwei Skelettreiter auf Skelettpferden, die komplett aus Legosteinen bestehen. Die Reiter nähern sich, ist der Titel. Und hier haben wir zwei Skelettreiter und mir wurde auch schon gesagt, der lilane Helm und der lilane Bogen sind verzaubert. Darum sind sie auch lila und nicht grau. Und auf der anderen Seite haben wir einmal Boom. Das ist dann ein Creeper, den wir auch dazu bekommen, aber das ist ein besonderer, der ist nämlich blau. Der heißt? Charge Creeper. Ein Charge Creeper ist das. Also ich persönlich kann mit den beiden Postern nicht wirklich viel anfangen. Wie gesagt, ich bin in der Minecraft-Serie bzw. in dem Spiel nicht wirklich drin. Mein Sohn dafür umso mehr. Er findet sie auf jeden Fall beide richtig cool. Das legen wir mal auf Seite. Kommen wir zur vorletzten Seite. Da haben wir einmal die Bauanleitung für unseren Höhlenforscher, den Creeper. Und hier sehen wir auch einen Slime. Dann haben wir dazu eine Fackel und das ist Smaragderz. Ein Smaragderz. Mit diesen grünen Steinchen drin, das kann man dann im Spiel zertrümmern und bekommt dann Smaragderz. Was ich persönlich immer cool finde, hier hinten können Kinder nicht nur Zeichnungen, sondern auch selbst gebaute Minecraft Objekte einschicken und die werden dann abgebildet. An sich mir gefällt halt unheimlich gut diese Optik, diese 16-Bit-Optik. Ich bin schon ein bisschen älter, da kennt man auch diese 16-Bit-Spiele noch, die ja gerade wieder in Mode sind, was ich persönlich sehr cool finde. Es gibt ja mal mittlerweile auch richtige Veranstaltungen, wo sich erwachsene Menschen zu Hunderten treffen und ein ganzes Wochenende diese alten Spiele spielen, auch auf den alten Konsolen. Finde ich richtig cool. Ja, dann schauen wir uns an, was es in der nächsten Ausgabe gibt. Und da bekommen wir einen Abenteurer, ein ertrunkener Zombie, das ist der Herr, und ein Axolotl. Ja, richtig ausgesprochen, das ist der Kleine da. Auf jeden Fall vielversprechend, direkt mal mit zwei Figuren dabei und einem Axolotl. Die erscheint am 25.04. Dann, so viel zum Magazin, kommen wir zu unserem Extra. Wie gesagt, leider in einer Plastikverpackung ist. Ich hoffe, dass sie da dann dementsprechend auch zeitnah umstellen auf Papier. So. Alles raus. Dann kommen wir zuerst mal zu dieser kleinen Konstruktion. Im Vordergrund haben wir diese
Fackel mit diesen zwei transparenten Steinen. Das soll die Fackel darstellen. Oben rechts haben wir den Schleim. Und ich solle betonen, wie hoch er doch springen kann in diesem Minecraft-Spiel. Fünf Blöcke, um genau zu sein, kann er hochspringen. Links haben wir das Smaragderz. Und da auch nochmal eine Korrektur, wenn man es abbaut, hat man kein Smaragderz in der Tasche, sondern ein Smaragd selbst. Dann kommen wir zu dem Creeper, das ist diese grüne Figur, die auch explodieren können, wenn man zu nahe kommt. Und der untere Teil besteht aus einem Teil. Das Einzige, was man halt addieren kann, ist der Kopf. Der wird nur oben aufgesteckt und diese zwei grünen Plates an der Seite. Schon Angst gehabt, ich könnte ihn falsch zusammenbauen und habe nachher einen Kaktus. Dann kommen wir nochmal zu dem Höhlenforscher. Abgesehen vom Kopf ist es im ersten Moment eine ganz normale Minifigur. Der Torso ist vorne wie hinten bedruckt. Halt in diesem typischen 16-Bit, also nur rechteckig und nur im 90-Grad-Winkel. Der Kopf ist in dem Fall ein Würfel, der halt vorne bedruckt ist. Ein Gesicht, halt auch rechteckig. Sieht auf jeden Fall mal cool aus. Auch auf jeden Fall die Spitzhacke. Eisenspitzhacke. Diese Eisenspitzhacke. Entschuldigung. Ne, doch, gefällt mir eigentlich richtig gut, das Extra. Muss man mal sagen, wie es ist. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Dieser Minecraft-Magazin von Lego. Also mir gefällt es ganz gut. Muss ich echt zugeben. Das Magazin ist gut gemacht. Auch, dass wir halt mit dem Extra dementsprechend unser Abenteuer durch das komplette Magazin bekommen. Das Extra aus 30 Teile bestehend, wirklich top gemacht. Auch viele coole Steine für die Leute, die auf Steinesuche sind. Mir hat das Video wie immer viel Spaß gemacht. Wer es noch nicht getan hat, kann diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Könnt mir aber noch gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr von dem Ganzen hier haltet. Und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Hoggi.